Ich soll einen Architekt in Megatron finden. Alles klar. Dann werde ich jetzt aber zuerst mal hier oben noch ein Kraftwerk hinbauen. Wie viele Kraftwerke wollen die denn noch haben? Hier oben hat mir eben eins hingebaut, ne? Deshalb sollten wir da nämlich so schnell wie möglich auch mal die Insel übernehmen, damit wir möglichst schnell jetzt konzentriere ich mich gerade schon wieder. Möglichst schnell die Ecos aufbauen können. Das können wir nur, wenn die Insel hier uns gehört. Jedenfalls wirklich gut können wir das dann nur. Woanders wäre es nicht so sinnvoll, das aufzubauen, also. Ne? Warten wir halt die Zeit noch ab. Hier, wie sieht's aus? Hier ist irgendein Schiff kaputt gegangen. Das Schiff zu 3 Stationen. Station 0 von 3. Ja, zu schützendes Schiff. Ja, okay. Und ach so. Müssen wir da jetzt hinfahren und das Schiff folgt uns, oder? Nein, ich wollte die Flotte nicht abziehen. Ich wollte Flotte 2. Am besten dahin, wo es hin muss. Dahin. Was sagt das andere Schiff? Achso, das folgt. Okay, das folgt hier meinem Kleinen. Das ist doch super. Was ist das hier? Wir verfolgen gerade ein Atom-U-Boot über Sonar. Oh. Da will ich euch natürlich nicht stören. Macht ihr bestimmt ganz hervorragend. Gucken wir mal hier oben. Ha. Jetzt dachte ich, die Aufgabe geht relativ schnell, aber jetzt dauert das doch noch eine Zeit lang. Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert. Hier mal fertig ist. Wo ist denn das Schiff von dem? Wie langsam ist denn ein blödes Frachtschiff? Ah! Es wird angegriffen. Wir müssen es retten. Falls sie scheitern, werden wir jeglich. Wir werden nicht scheitern. In der Aktion könntest du. Ja, haben wir super gemacht, ne? Okay, 2 weitere Stationen noch. Einmal hier hoch. Baumöglichkeiten erweitert. Wie gesagt, wir machen das hier noch kurz zu Ende und danach wird halt eine längere Folge oder je nachdem, wie ich schneide, halt die davor länger. Warnung. Produktion gestoppt. Aber ich möchte die Aufgabe gerne beim nächsten Mal abgeschlossen haben. Genauso wie den Architekten werde ich noch kurz finden, weil sonst, ne, vergesse ich das wieder, Handelsroute negativ, dass ich das eigentlich noch machen musste. Haben wir noch einen Kolossus gebaut oder haben wir das schon dazu geschickt? Haben wir schon dazu geschickt, okay. Schicken wir mal ein bisschen weiter raus hier. Kann man hier irgendwie mit Shift noch, ne. Kann man hier sagen, defensives Gemischtes. Ich weiß es nicht. Greift mal an. Ja, genau so. Klappt ja hervorragend. Bin zufällig in der Gegend. Sehr schön, an den können wir auch wieder verkaufen. In der Zeit, wo da oben noch die Schiffe rumfahren. Ich sehe schon, das wird noch eine komplett eigene Folge. Aber gut, dann warte ich halt noch, bis das eine eigene Folge ist. Brauche ich auch nicht doof zu schneiden. Ich bringe mal hier ganz viel Schmuck hoch. Können wir nämlich jetzt die Aktie kaufen und dann wird die sich mal umgucken, die Frau. Wir haben jetzt sowieso schon wieder 60.000. Hier, meine Aktie. Warnung. Und ich will endlich die blöde Insel haben. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ja, wo Fahrzeug unter. Nein! Warum? Dieses beschissene Schiff ist auch viel zu langsam. Ich würde gern wissen, wie ich die Insel übernehmen kann da unten jetzt. Kann ich das irgendwie anders machen? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie eine Insel übernommen. Jedenfalls nicht bei diesem Spiel. Das interessiert mich jetzt schon. Durch feindlichen Beschuss vernichtet. Sehr schön. Oh, nee, das ist nicht so schön. Stahl 2. Ist kaputt. Kann sich die Gruppe auf sie verlassen? Das ist blöd. Machen wir ein neues Frachtschiff. Wir haben kein Geld mehr. So, Angriff.
machen wir das halt wieder kaputt. Und der nervt langsam wirklich, der hier unten, ne? Der Pirat. Deswegen werden wir das gleich mal... werden wir ihn gleich mal ein bisschen ausschalten müssen. Nachdem wir die Mission natürlich gemacht haben, in der Zwischenzeit können wir auch mal hier kurz den einen suchen, der hier gesucht wird. Oh, der wird da unten gesucht, okay. Ja. Einen Architekt sollen wir zu ihm bringen. Na gut, dann machen wir das mal kurz. Mr. Thorn, ich hab was für Sie. Einen Architekten, wie Sie befohlen haben. Ist doch für den, oder? Ja, gut. Und das Containerschiff bringt Schmuck. Sie werden finden, was Sie brauchen. Wir sind im Geschäft. Um genau zu sein, 36.000 in bar, das ist natürlich top. Würde ich mal sagen. Also ich find's gut. Ich sehe gerade kein Schiff, was den angreifen könnte, also... Und wir schicken mal auf Stahl 2 Sirene. Das löst das Problem hoffentlich. Indem es die Seemänner betört mit einem wunderschönen Klang der Schiffsmotoren. Nee, ich will kein Übernahmekommando mit dem Boot hier an Bord nehmen. Das muss ich aber anders machen. 30 Minuten, na gut, dann lassen wir den Auftrag jetzt in Ruhe und machen den beim nächsten Mal. Warentransport auf Handelsroute. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Ist so ein Mehrfachauftrag. Beziehungsweise das Schiff bleibt da unten, damit das Schiff da runterfährt weiter. Genau jetzt müssen ja auch nochmal Schiffe auftauchen, die das angreifen, ne? Wo die auch immer herkommen und vor allem, warum die es kaputt machen wollen. Falls sie scheitern, werden wir nee, ich habe doch gewonnen. Bergen und bringen Sie die Zurückgelassenen zu Leons Konto. Welche... Wer hat die denn jetzt? Achso. Escortbeleg, okay. Ja gut, ich mache das hier noch kaputt, weil ich das gerne kaputt haben würde. Und dann fahren wir noch hier zu Leons Konto zurück. Aber wir haben ja dann noch ein paar Minuten. Das heißt, ich werde gleich mal Dingens schon mal angreifen da unten. Den Piraten. Bisschen Piraterie betreiben. Warum auch nicht? Also ich habe doch Spaß dran. Hä? Ich finde auch irgendwie lustig, dass es heutzutage immer noch Piraterie gibt. Dass es überhaupt noch möglich ist, Schiffe auszurauben. Aber naja. Jetzt kommen bestimmt wieder Leute an. So lustig ist es gar nicht. Ist ein ernstes Thema. Ja, ja. Produktionsstillstand. Ist ja gut. Ruhig, Brauner. So. Werkzeug? Ach so, deshalb haben wir immer so wenig Werkzeug. Und Beton. Na gut, das kriegen wir ja beides hier auf der Insel. Hierfür brauchen wir Stahl, davon haben wir eh genug da. Sehr schön. Bald haben wir unser Fundament und dann wird's eklig. Wenn wir das Fundament haben, müssen wir nämlich alles ausbauen, weil wir dann hier komplett rundherum Gebäude machen können. Wenn wir dann so viele Leute haben, dass wir wieder alles nachrüsten müssen. Oh je. Na, wann kommen die Schiffe denn mal an? Ah ja, richtig. Ihr Einsatz. Ich bin ja froh, dass sie in einem Stück eine Massivpanzerung, das könnte uns jetzt auch hilfreich zugutekommen. Na, was sagt das denn hier? Aber ich bin ah, 9 Minuten. Sehr schön, dann mache ich hiervon mal 3 Stück. Wird schon irgendwie hinhauen. Ich glaube, der hier hat das jetzt, ne? Ja, das will ich aber nicht auf dem Schiff haben. Ich hätte das ganz gerne auf einem und auch nicht auf dem, weil das hier sowieso schon... so und dahin. Dann hat das hier nämlich jetzt auch noch Trefferpunkte plus 25%, was ich ganz angenehm finde. Das dürfte dann ein klein wenig länger im Kampf standhalten. Und die Schiffe hier können wir mal hier runterschicken. Haben wir einen gesamten Kampfverband. Eine freie Aktie übernommen. Na gut, das macht ja nichts. Wir wollen ja hier gleich eine neue Aktie erwerben, wenn es soweit ist, in 45 Sekunden. Und falls das nicht geht, dann sollten wir noch schnell etwas auf unser Schiff laden, damit wir gleich auch genügend Geld haben. Was will der hier haben?
nicht das, was ich ihm verkaufen will. Schade, na gut, dann wird das hier alles bei ihm verkauft. Haben wir genug, um die Insel zu übernehmen. Wie läuft's? Ich hoffe mal, es kostet auch nur 20.000. 60.000. Ich würde ganz gerne die Insel übernehmen. Wie geht das denn? Jetzt hat die schon wieder eine Aktie übernommen, oder wie? Das ist ja ein permanentes Hin und Her mit dieser Ollen. Das gibt's doch nicht. Alarm. Registriere Angriff. Ja, und jetzt werden wir auch noch angegriffen. Ich glaub's auch. Sag mal, Hector, hast du irgendwie den Schuss nicht gehört? Oh, das finde ich aber cool, wenn man das auszusehen mit auswählt. Fährt es trotzdem nicht mit, weil es eben auf einer Handelsroute ist. Global Trust hat eine dringliche Aufgabe für Sie. Nein, möchte ich nicht an Bord nehmen. Auf Handelsroute. Nee, doch nicht mit dem Containerschiff. Bin ich denn bescheuert? Nein, abbrechen. Gewöhnlich bin ich eins. Machen wir später. Fahren wir damit zurück. Dann brauchen wir hier unten noch... Was wollte ich gerade machen? Ich wollte außerdem mal nachgucken, ob man hier irgendwas erforschen kann. Irgendwie kommt mir das ein bisschen falsch vor gerade. Mir fehlt ein bestimmtes Item. Kommen wir bestimmt gleich noch zu. Auf jeden Fall setzen wir jetzt Hector erstmal ein bisschen zu. Das finde ich ganz interessant, dass man das auch einfach mal sieht. Fahren wir mal darüber. Komm. Warnung. Bisschen schneller hier. Können wir das marode Piratengeschütz nicht irgendwie ganz gut angreifen von der Seite, von der es sich gut macht? Jawohl. Okay, gut. Nur immer feste drauf auf die Schwachen. So ist es. Schwört Rache. Ja, schön. Oh. Man sieht's. Darum schere ich mich gerade mal nicht. Wenn das Schiff kaputt geht, dann geht es halt kaputt. Trüffelt schon wieder. Na, danke. Es macht aber nichts, weil wir hier oben kein Schiff mehr auf Vorrat haben. Spiel. Wie jetzt? Ich dachte, wir haben noch eins. Na gut, dann bauen wir schnell eins. Gibt für alles Ersatz, auch für Schiffe. Individualismus gibt es unter Schiffen nicht. Hector kann zwischendurch mal ganz praktisch sein, wenn man Schiffe kaufen will, aber naja, es ist halt so eine Sache. Hector kann auch ziemlich nerven, weil er dann immer wieder angreift und irgendwann ist es dann ganz nett, ihn auch mal einfach vom Spielfeld zu haben. Damit er eben nicht permanent angreift. Und er macht gerade meine Schiffe kaputt. Das finde ich nicht so nett. Greift mal da an. Direkt, wenn wir die Geschütze kaputt haben von ihm, sollte es eigentlich kein Problem mehr sein, seine Festung komplett kaputt zu kriegen, weil wir dann durchgehend draufbolzen können, ohne dass er sich wehren kann. Ne? Ist irgendwie logisch. Unser Schiff mit der Energie wurde, mit dem Schutzschild wurde am meisten angegriffen. Das freut mich. Dadurch konnten wir das die meiste Zeit schützen. Ist dir das ein Kick, hier aufzukreuzen? Ja, Handel ist im Krieg nicht möglich. Handeln wollen wir eh nicht mit dem Typen, also von daher. Dann sind wir gleich eine Plage los und haben nur noch hiermit zu kämpfen. Auf eines ihrer mit den Aktien, wo ich übrigens die kaufen würde. Ja, können wir irgendwann auch mal die Forscher weiter hochtreiben, ne? Wird langsam mal Zeit. Und bevor ich die Folge beende, möchte ich gerne Hector besiegt haben. Und dafür beschleunige ich das Spiel einfach mal. So, wunderbar. Unser Bündnis wird aufgerieben und der Feind lacht sich ins Fäustchen. Okay. Warum ist er jetzt sauer darüber, dass ich Hector kaputt gemacht habe? Erhalten. Ladedaten in... Ich kann die Kiste Treibgut einsammeln. Okay. Hector, musst du Erfüllung beim Auftraggeber zu ihrer Arche. Gut. Bin ich jetzt im Krieg mit dem? Mit Leon, dem Profi? Willkommen zurück. Bekannt. Okay, gut. Ich dachte jetzt, wir wären schon im Krieg. Das wäre ärgerlich. Okay, gut.
Dann war es das an dieser Stelle erstmal, wenn wir die Dokumente abgegeben haben. Ne? Ist auch erstmal gut, ne? Meine Analysen ergeben, dass sie die Direktiven ihres Auftrags. So, und da wir das jetzt abgeschlossen haben, können wir ab sofort ein Raiderschiff bauen hier. Das sind die kleinen Schiffe, die Hector selber auch benutzt hat, die in Massen ziemlich gut sind und alleine total beschissen. Aber die kann man schon ganz gut mal benutzen zwischendurch. Allerdings würde ich ganz gerne mal sehen, was passiert, wenn man jetzt hier die Insel übernehmen kann. Beziehungsweise sehen wir dann beim nächsten Mal. Doch, das sehen wir beim nächsten Mal. Kann man sich auf etwas freuen. Und ich danke euch schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen oder abonnieren, wie auch immer. Wie ihr wollt, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Und wenn wir dann das nächste Mal mehr Executives bauen wollen, um das Fundament abschließen zu können. Gut, ich würde sagen, bis dahin, auf dann, euer Powerpilz und ciao.